Ja, moin moin, liebe Motorradfreunde. Hier sind Volker und Dietmar von Motorrad.se. Genau. Und wir testen heute für euch die Kawasaki Z7 Hybrid. Endlich, ne? Also die gibt es schon seit Anfang des Jahres. Und es ist ein super spannendes Motorrad. Das erste Vollhybrid-Motorrad. Übrigens, by the way, das kann ich gleich mal sagen. Es gibt kaum ein Motorrad im Netz, von dem es so viele falsche und fehlende Informationen gibt wie das hier. Also viele sagen Mildhybrid. Nein, Leute, es ist ein Vollhybrid. Warum, erklären wir später. Und wir haben natürlich auch nur die korrekten Daten für euch. Sicherlich, natürlich. Zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit oder das zulässige Gesamtgewicht. Das ist alles bisher ein Geheimnis gewesen. Ja. Aber Motorrad.se. Geheimnisse machen interessant. Genau. Aber nicht bei uns. Ja, die hier kostet etwa 13.000 Euro. Ich blende hier auch nochmal den Preis ein. Und ja, es gibt von der 7 Hybrid auch die gleiche Variante mit Verkleidung als Ninja. Die ist eigentlich technisch identisch. Mhm. Wir haben hier dieses Naked Bike und ja, Kawasaki sagt zu diesem Bike das Folgende. Das weltweit erste Hybridmotorrad bietet neue Fahrerlebnisse, Doppelpunkt. Die Beschleunigung eines Supersportlers der 1000er Kubikklasse aus dem Stand, den Kraftstoffverbrauch einer 250 Kubikmaschine und sportliches Fahren per Knopfdruck. Das war erschreckend. Lieber Herr Andi Seiler, gewagt, was du da wieder reingeschrieben hast auf die Webseite. Aber gut, wird schon stimmen. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden in der nächsten halben Stunde. Wir hoffen, ihr habt Kaffee und Gebäck right gestellt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei diesem Test und schon wieder das. Nicht so laut. Los! Gut. Abmessungen der Kawasaki Z7 Hybrid. Didi, andere Seite. Oh Mann, jetzt haben die Leute wieder einen Abmessungen. Ja, bitte. Okay. Länge 2,14 Meter. Ganz schön. Sitzhöhe 79,5 cm. Genau. Genau. Radstand 1,53. Das ist sehr lang. Sehr lang. Aber irgendwo muss ja auch der Platz her. Genau, das erklären wir nachher nochmal, das liegt an der langen 227 Schwinge. 27 Kilogramm fahrfertig, zulässiges Gesamtgewicht 407 Kilogramm. Ja, das ist normal so Klassendurchschnitt, würde ich sagen, ne? Die 407, Zulassung ca. 180 Kilo. Ja, wobei das Leergewicht 227 ist schon ein bisschen mehr, ne? Als, ja, das schon, aber die Zulassung, meine ich, ja, 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 das 180 stimmt, Kilo, das ist ja so Standard, ne? Ja. Gut, hier hinten sitzt man eigentlich relativ von der Übersicht her richtig klasse. Oh, meine Bandscheibe, warte doch mal eben. Ist so fertig heute. Also festhalten hier hinten ist auf Deutsch gesagt scheiße. Hast du einen Riemen? Hier Riemen unten der, ne? Typische Der Riemen. Der Riemen. Genau. Und aber sonst so vom Sitzgefühl her ist es völlig in Ordnung. Völlig normal. Kann man mit leben, kann man auch mit fahren. Genau. Alles klärchen. Genau, eine Sache will ich noch mal eben erwähnen. Das haben wir beim Intro nämlich vergessen. Diese Testmaschine haben wir hier von Heller und Soltau bekommen in St. Michaelisdonn. Finden wir mal sehr nett von allen Händlern an dieser Stelle mal einen Gruß an alle unsere 15 Händler in Norddeutschland. Und ja, wenn sie uns schon so nett sind und uns dieses Bike leihen. Vor allen Dingen, Ingo hat sie nochmal persönlich getankt und geputzt. Genau. Ja, danke, Ingo. Ingo, spitzenmäßig. Cockpit und Bedienung. Killswitch, das ist hier der Boost-Schalter. Was es damit auf sich hat, erkläre ich gleich. Hier auf der linken Seite, das ist auch alles andere als normal. Hier gibt es nämlich jede Menge Schalter für diese ganzen unterschiedlichen Fahrmodi. Die erklären wir gleich nochmal in Ruhe. Hier Sport, Eco, das ist der Umschalter zwischen Automatik und manuellem Schalten.
HVEV-Modus und der Walk-Modus, wie gesagt, erklären wir gleich. Warmblinkanlage, Hupe, Lichtsteuerung, hier hinter ist dann noch die, das Fernlicht und die Lichthupe. Und dann schauen wir nochmal uns das Cockpit ein bisschen genauer an. Das ist auf den ersten Blick das typische Carver-Cockpit, 4,3 Zoll, aber auf den zweiten Blick ist es natürlich anders, weil es hier so viele, aufgrund des Elektromotors, so viele unterschiedliche Modi gibt. Die werde ich jetzt nicht alle erklären, Leute. Das würde ein bisschen lang dauern. Ich erkläre erstmal nur kurz, was passiert, wenn ihr die Maschine anmacht. Sie ist standardmäßig im Sportmodus und hier ist quasi schon mal der erste Hinweis, wie kriege ich das Motorrad an? Ja, das ist wirklich irgendwie, es hört sich so lustig an, aber es ist bei dem Motorrad alles ein bisschen anders. Ja, was sehen wir hier noch? Wir sehen hier den Füllstand der Batterie und hier den Benzinfüllstand. Dann haben wir den Drehzahlmesser, Ganganzeige und die Geschwindigkeit kommt dann gleich hier, wenn das Ding an ist, in der Mitte. Hier oben seht ihr den gerade aktualisierten Modus. Nee, der ist hier. Ich kann ja mal spaßeshalber einfach in den Eco-Modus umstellen oder auch in den EV-Modus und auch in den Walk-Modus, dann habt ihr das gesehen. Hier ist immer so ein kleiner Hinweis, das finde ich auch nicht ganz unwichtig, ob jetzt das Automatikgetriebe aktiv ist oder das manuelle Getriebe. Es ist nicht in allen Modi alles möglich, das erklären wir euch gleich, aber das vergisst man natürlich. Aber damit man quasi während der Fahrt weiß, okay, muss ich jetzt eigentlich schalten oder nicht, gibt es hier diesen Hinweis. So, wenn ich jetzt länger auf den Select-Button drücke, dann kommen hier nochmal die die üblichen Fahrzeugeinstellungen. Das schenken wir uns jetzt mal. Das würde jetzt viel zu lange dauern, wenn ich das alles zeigen würde. Aber die Bedienung ist auf jeden Fall sehr einfach. Das ist wirklich gut gemacht, muss ich sagen. Ja, es gibt bei diesem Motorrad keine Kupplung. Kein Kupplungshebel. Hier leer. Es gibt aber leider auch keine Feststellbremse. Das hat Carver irgendwie vergessen. Warum das wichtig ist, werden wir nachher auch in der Probefahrt noch mal ein bisschen beleuchten. Oder wir haben das schon getan, weiß ich jetzt gar nicht. Auf jeden Fall gibt es hier auch keine Traktionskontrolle. Ja, das finde ich auch ein bisschen schade. Weiß ich auch nicht, warum Carver darauf verzichtet hat, bei so einem technisch hochgerüsteten Motorrad eigentlich. Aber ist halt so. Müsst ihr mit klarkommen. Was die Maschine auch hat, ist die übliche Konnektivität mit dem Smartphone, mit der Rideology-App von Kawasaki. Da kann man alles Mögliche sich rausziehen aus dem Motorrad, Touren protokollieren und pipapo. Also das haben wir auch schon tausendmal gezeigt. Insofern lassen wir das jetzt auch mal weg. Jetzt werden wir euch mal erklären, was es mit diesen vier unterschiedlichen Fahrmodi auf sich hat. Das wird spannend, Leute. Also Aufmerksamkeit bitte jetzt. Ja, also die Fahrmodi und die Informationen zu dem Elektromotor und dem Akku, da müsst ihr jetzt durch. Das ist ein bisschen theoretisch teilweise, aber wir werden natürlich nachher auch während der Fahrt euch das erklären, wie sich das anfühlt. Aber jetzt erstmal so ein bisschen Theorie. Der Akku hat hier eine Kapazität von 1,4 Kilowattstunden. Der wird vom Verbrenner geladen, ausschließlich. Also es gibt hier keine Steckdose, es ist halt kein Plug-in. Insofern müsst ihr euch auch um das Laden und so keine Gedanken machen. Das werden wir dann nachher auch im Kollegengespräch so ein bisschen erörtern, ob wir das gut oder schlecht finden. Der Akku alleine wiegt 13 Kilogramm. Das ist halt einer der Gründe, warum diese Maschine ein bisschen schwerer ist als vergleichbare Naked Bikes. Und ja, fangen wir mal mit dem EV-Mod an. Das ist der Modus für rein elektrisches Fahren. Deshalb ist es eben auch ein Vollhybrid, weil man hier rein elektrisch fahren kann. Allerdings dann nur maximal 60 bis ungefähr 65 Kilometer pro Stunde. Reichweite ist dann, ja, das ist so ein bisschen abhängig davon, ne, wo ihr fahrt, wie die Außentemperatur ist. In der Stadt sind es maximal 20 Kilometer, aber Carver ist da so ein bisschen vorsichtig und sagt 12 Kilometer kann man rein elektrisch fahren. Wenn der Akku leer gesaugt sein sollte, müsste ihn halt in dem einen oder anderen Modi wieder aufladen. Und das dauert dann etwa so 30 bis 40 Minuten. Dann ist der Akku wieder voll. Das hat jetzt übrigens nichts mit dem E-Boost zu tun. Bitte das nicht durcheinander bringen. Wir sprechen jetzt erstmal hier nur von den Fahrmodi. Ja, im EV-Modus fährt man automatisch. Da muss man nicht kuppeln und auch nicht schalten. Und da werden aber nur die ersten vier Gänge genutzt vom Getriebe, weil eben maximal die Geschwindigkeit auf 65 Kilometer pro Stunde beschränkt ist. Das ist also der Modus quasi für die Stadt, ist der gedacht. So, jetzt kann man natürlich sagen, 12 Kilometer, wenn es schlecht läuft, ist ein bisschen dünne. Aber gut, es gibt halt diesen Modus und ich finde es eigentlich ganz cool. Ich glaube schon, der eine oder andere wird in der Stadt viel elektrisch fahren. Der zweite Modus ist der Standardmodus, der nennt sich Sporthybrid. Das ist der Modus, mit dem man wahrscheinlich 80-90% der Zeit fahren wird. Das ist nämlich der, ich nenne das jetzt mal normale Modus. In dem Modus wird der Verbrenner halt angeschmissen. Da fährt man auch an mit dem Verbrenner.
Und ja, es gibt aber eben den Elektromotor, den man halt dazu schalten kann per E-Boost-Taste, die ihr hier seht, wenn man mal ein kurzes Überholmanöver machen will oder an der Ampel dem Porsche mal zeigen will, wo der Frosch die Locken hat, dann drückt man da drauf und dann hat man 5 Sekunden lang halt diesen elektrischen Boost. Das heißt, dann wirkt nicht nur der Verbrenner auf den Antrieb, sondern auch zusätzlich der Elektromotor. Und dann hat man halt ja nicht nur 69 PS, das hört sich jetzt wenig an, aber man hat halt vor allem einen Drehmoment bei ganz geringen Drehzahlen. Da kommen wir dann bei der Technik noch dazu später. Ja, im Sporthybridmodus wird manuell geschaltet. Man hat hier 2 Knöpfe, die blenden wir hier auch mal ein. 1 zum Hochschalten, 1 zum Runterschalten, so wie bei Schaltwippen im Formel-1-Wagen. Und es gibt noch eine Funktion, die nennt sich ALPF. Das heißt, wenn ihr im Sporthybridmodus an die Ampel fahrt und anhaltet, wird automatisch in den ersten Gang zurückgeschaltet. Das finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Und ja, das soll es mal gewesen sein zu diesem Sporthybridmodus. Der 3. Modus nennt sich Eco-Hybrid und Eco, nicht Öko. Der wie heißt der nochmal? Nein, ist egal. Ein anderer YouTuber hat mal vom Öko-Modus gesprochen. Das heißt Eco-Modus. Der wird quasi, ja, der ist dazu da, wenn ihr ein bisschen Benzin sparen wollt, da fährt man dann auch elektrisch an. Und erst ab 20 Kilometer, also wenn man ein bisschen schneller wird, wird halt der Verbrenner dazu geschaltet. In diesem Modus gibt es eine Start-Stopp-Automatik. Auch das werden wir euch nachher mal zeigen. Das ist wie beim Auto. Und in diesem Modus, im Eco-Hybrid-Modus, kann man auswählen, ob man manuell schalten möchte oder automatisch. Das kann man dann halt wählen hier mit diesem Taster ATMT. Und ja, es gibt in diesem Eco-Hybrid-Modus keine Funktion beim E-Boost. Also da könnt ihr hier so oft draufdrücken, wie ihr wollt, auf diesen E-Boost-Schalter. Der funktioniert nur im Sport-Hybrid-Modus. So, jetzt sind wir gleich durch. Ich habe es gleich geschafft. Der letzte Modus ist der Walk-Modus. Hier auch zu sehen, diese Walk-Taste. Da kann man halt, ja, das ist eigentlich das, was man sich dort auch noch vorstellt, wenn man den Namen hört. Wenn man hier am Gasgriff dreht, rollt die Maschine, ich glaube, maximal mit 2 oder 3 Kilometer vorwärts. Und wenn man den Gasgriff zumacht, also in die andere Richtung dreht, dann kann man damit rückwärts rollern. Das ist eigentlich ganz praktisch, finde ich. Und das ist halt bei so einem Elektromotor auch kein Problem. Da wird einfach die Phase umgedreht. Einmal geht er vorwärts, einmal rückwärts. Haben sie halt mit eingebaut. Ist jetzt nicht so wichtig, aber ist eigentlich ein ganz nettes Feature, ne, Volker? Gerade wenn man irgendwie mal, ja, finde ich gut, ne, in den Alpen falsch rum eingeparkt hat, dann kommt man daraus. Man versteht dich nicht, du brauchst nicht zu reden. Volker macht gerade Kommentare im Hintergrund. Hallo, Volker. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Alles klar. Ja, das war's zu den Modi. Herzlichen Glückwunsch. So, kommen wir zur Beleuchtung der Kawasaki Z7 Hybrid. Da haben wir mit Einschalten der Zündung das ganz normale Fahrlicht, Fernlicht unten in der Mitte. Wir haben vollumfänglich LED-Beleuchtung. Sehr schön hier in Griffnähe die Warmblinkanlage. Gut gelöst, Blinker natürlich selbstverständlich auch. Beleuchtung hinten. Oh, das sieht geil aus. Sieht gut aus, Blinker ja. Links, Blinker rechts, alles klar. Bremse. Auch sehr schön. Übrigens haben wir kein Kurvenlicht. Davon ist die Maschine befreit. Ansonsten alles picobello. So, willkommen zur Probefahrt auf der Kawasaki Z7 Hybrid. Ich bin Dietmar. Und ja, Volker und ich haben uns das jetzt so ein bisschen aufgeteilt, damit das nicht zu lang wird. Ich werde jetzt in dem Eco-Modus fahren und im EV-Modus und später ist Volker dann dran und er fährt dann in dem Sporthybrid-Modus. Also in dem, wo es dann ein bisschen eher zur Sache geht. Ja, ich erzähle euch erstmal, wie ich hier sitze. Das soll ja auch nicht zu kurz kommen, vor allem bei all diesem Elektronik-Gesabbel. Man ist ja so ein bisschen versucht, die Maschine zu reduzieren auf diese Hybrid-Angelegenheit. Aber es ist natürlich davon abgesehen auch ein ganz normales Naked Bike, ja, und es gibt auch eine Sitzposition, es gibt auch Spiegel, es gibt auch Schalter und so weiter und so weiter, und das will ich euch natürlich alles auch so ein bisschen erklären. Blick nach hinten ist schon mal sehr, sehr gut, muss ich sagen, super weit rausgehende, breite Spiegel, sehr gut. Sitzposition, ja, ist so eine Bisch, ist eigentlich typisch für ein Naked Bike. So, ich fahre jetzt noch mal hier im Sportmodus an, damit ihr das schon einmal gesehen habt. Erster Gang rein, kuppeln muss man ja nicht.
So, da steht schon E-Boost als dann Erinnerung, das spare ich mir jetzt aber. So. Und jetzt, wenn man umschalten will, muss man langsamer fahren als 20. Und jetzt bin ich auch schon im Eco-Modus. Und im Moment, jetzt bin ich noch auf manuellem Schalten unterwegs. Und kann das eigentlich hier so einstellen, dass ich automatisch schalten kann. War das nicht so? Ich halte nochmal an. Aha, Start-Stopp-Automatik. So geht sie also aus. So, jetzt muss ich hier nochmal gucken. ATMT. ALPF, das ist dieses automatisch in den ersten zurückschalten. Ich kriege jetzt aber, achso, jetzt ist AT an. Okay, alles klar. So, mal sehen, ob das jetzt funktioniert. Achso, im Eco-Modus, genau. Ist so ein bisschen viel. Ich muss jetzt sagen, ich fahre jetzt das erste Mal. Insofern, ich muss mich da erst dran gewöhnen. Im Eco-Modus ist es ja so, das merkt ihr jetzt. Hört mal. Geil. Man fährt halt elektrisch an und dann kommt der Benziner dazu und dann schaltet sie halt auch automatisch. Und sie schaltet sehr früh. Das fällt mir jetzt super sofort auf. Bin jetzt schon im 6. Und ich habe natürlich auch jetzt hier nicht die Möglichkeit, den E-Boost dazu zu schalten. Das ist also tatsächlich der Modus der Wahl, wenn man halt gechillt und verbrauchsarm in der Gegend rumfahren will. Jetzt will ich mal gucken, ob sie runterschaltet. Ja, das macht sie. Das ist tatsächlich AT. Das ist tatsächlich Automatik. Gib nochmal Gas jetzt. Okay, alles klar. Wenn ich Gas gebe, also wenn ich hier ein bisschen am Hahn ziehe, dann merkt sie, okay, er will ein bisschen mehr Dampf haben und dann schaltet sie auch einen kleinen Moment später. Normalerweise schaltet sie halt super, super früh. Und jetzt gucke ich mal, ob ich manuell zurückschalte. Ah, ich kann auch trotzdem manuell zurückschalten. Das geht also auch. Also, nochmal, der Eco-Modus, ich fasse nochmal zusammen. Man fährt elektrisch an. Man kann das Getriebe so einstellen, dass es automatisch schaltet. Sobald man aber einmal hier auf die Schaltwippen getippt hat, schaltet er um in den manuellen Modus. So, wenn ich jetzt anhalte, mal gucken, ob das klappt. Guck mal, dann geht er jetzt automatisch tatsächlich in den ersten zurück. Das ist dieses ALPF. Und es gibt halt diese Start-Stopp-Automatik. Ja, das soll es mal gewesen sein zum Eco-Modus. So, der Walk-Modus, der ist nicht ganz so einfach, ehrlich gesagt. Wir haben hier eben 5 Minuten rumgebastelt, aber jetzt haben wir es hingekriegt. Volker, komm mal näher, bitte. Mach die Maschine mal an. Also, was müsst ihr machen? Zunächst einmal müsst ihr überhaupt die Zündung, also hier den Schalter nach unten betätigen. Nee, das war natürlich nichts. Achso, ich muss erstmal in den HVEV-Modus gehen. Genau. So, jetzt anmachen. Und jetzt kann ich in den Walk-Modus stellen. Und jetzt muss ich noch den ersten Gang einlegen. Zack. So, jetzt steht hier FR, Front und Rear oder Vorwärts, Rückwärts. Vorwärts. So, und jetzt gehst du mal ein Stück zurück und filme mich nochmal, wie ich das mache. Jetzt kann ich hier, wenn ich den Gashahn aufdrehe, rollt sie halt vorwärts. Wenn ich den Gashahn zumache, rückwärts, das ist dann auch noch ein bisschen langsamer. Man sollte vielleicht auch das Mikro vor den Mund halten, wenn man erzählt. Ne? Oder Volker, was sagst du? Ich sag nur eins. USA 1978, ungewollte Beschleunigung, Audi. Das ist irgendwie ein Insider. Auf jeden Fall funktioniert das ganz gut und ist irgendwie auch ein sinnvolles Feature, finde ich. So, als nächstes ist mal der EV-Modus dran. Das ist der rein elektrische Modus. Und ja, der hat halt eine relativ geringe Reichweite, 12 Kilometer. Da fährt man halt nur elektrisch. Mach das mal. Das ist irgendwie cool. Ja, also ich fahre dann maximal 65. Mal gucken. 64. Ja, kommt hin. Und er geht halt maximal auch in den vierten Gang. Und ihr hört nichts. Ich höre auch nichts. Man gleitet so dahin. Ja, und das ist halt dieser Modus, mit dem man, ja, der ist halt für die Stadt gedacht. Ne? So, mal sehen, ob er auch zurückschaltet. Ja, natürlich tut er auch. Also, komplett Automatik fahren, das ist im Grunde genommen wie auf einer Zero. Jetzt übertreibe ich mal ein bisschen. Allerdings natürlich mit wesentlich weniger Dampf. Also dieser Elektromotor hat ja nur, was war das, 13 PS, glaube ich. Ja, und ich
schlubber jetzt hier mit 13 PS in der Gegend rum. Und die Reichweite im EV-Modus liegt halt auch nur bei schlappen 12 bis 20 Kilometer, je nachdem, wo ihr fahrt, wie schnell ihr fahrt, wie die Umgebungstemperatur ist und so weiter und so weiter. Also das ist ja für die meisten wahrscheinlich nur so ein Zusatzmodus, ja, fahr ruhig, los, komm, fahr. Den man halt jetzt nicht ständig benutzen wird, weil einfach die Akkukapazität hier relativ gering ist. Also die Maschine hat ja einen 4 Kilowattstunden Akku, wer sich ein bisschen damit auskennt, von Autos zum Beispiel, der wird wissen, 4 Kilowattstunden, das ist nicht viel, damit kommt man nicht weit. Aber funktioniert tut es gut. Also die Kupplung, also das Schalten ist ein bisschen ruppig. Also man merkt die Schaltvorgänge relativ deutlich. Das überrascht mich jetzt. Aber was echt schön ist, jetzt werdet ihr mich gleich in den nächsten Baum hängen, dieses Leise, das ist ja herrlich entspannt. Also das ist so ein bisschen wie im Elektroauto halt. Man gleitet eher so in der Gegend rum. Ja, ich meine, klar, kann man natürlich auch mal benutzen, wenn man irgendwo auf einer Tour oder wenn man unterwegs ist und man kommt halt an eine Ecke, wo, ja, wo man weiß, da sind die Leute genervt von lauten Motorradfahrern, dann schaltet man halt in den EV-Modus und alle denken, hä, was gleitet denn da an mir vorbei? Ist schon irgendwie cool. Ja gut, aber ich werde es mal hier belassen, also noch habe ich ordentlich Saft auf dem Akku. Der wird ja auch geladen, er rekuperiert auch, also ich glaube auch beim Bremsen und auch wenn man halt in den anderen Modi fährt, dann vor allem wird natürlich der Akku dann wieder geladen und dann hat man wieder die volle Reichweite. Aber wie gesagt, das ist mehr so ein, ja, ich glaube, wir hier auf dem Land würden diesen EV-Modus dann doch eher selten nutzen. Ja, Technik, der Kawasaki Z7 Hybrid, also alles, was nicht Fahrmodi ist, kommt jetzt. Wir haben ja einen Gitterrohrrahmen aus Stahl. Wir haben vorne eine konventionelle Telegabel. Das ist doch auch mal erstaunlich, keine Upside-Down-Gabel. So ein bisschen wie früher, 41 mm ist der Standrohrdurchmesser. Ist auch nicht einstellbar, so ein bisschen auf der einfachen Seite vorne. Und ja, vorne haben wir einen 120-70er Reifen auf einer 17-Zoll-Felge. Aufgezogen ist hier von Dunlop der Sportmax 05A, heißt der, glaube ich. Federweg vorne 120 mm. Und ja, vorne haben wir dann eine Doppelscheibe, 300 mm Durchmesser. Von Nissin haben wir hier einen Doppelkolben-Bremssattel und der ist axial verschraubt. Das ist eigentlich ein bisschen erstaunlich, ne? Dass das alles so ein bisschen hemdsärmlich ist, aber ja. Ist deshalb ja nicht unbedingt schlecht. Wie sie bremst, haben wir euch ja schon gesagt, während der Fahrt. So, dann gehen wir mal nach hinten. Das Federbein, ja, das kannst du hier, wenn du hier hinten rein filmst, kann man das sehen, steht hier relativ senkrecht, auch ein bisschen ungewöhnlich. Über eine Umlenkung haben wir hier ein Zentralfederbein, dass man einstellen kann in der Federvorspannung, Federweg hinten 114 mm. Der Reifen hinten ist ein 160er, 160-60 auf einer 17 Zoll Felge. Und ja, was man hier auch sehen kann, ist diese doch etwas einfache Kastenschwinge. Also da ist ein bisschen komisch. Ich finde, bei so einem technischen Vorreiter-Bike hat Kawasaki da, ja gut, wahrscheinlich wollen sie den Preis ein bisschen niedrig halten, ne? Also da ist irgendwie auch verständlich, weil die Maschine ist ja eh schon mit 13.000 Euro nicht gerade billig. Aber gut, ist halt eine Kastenschwinge. Die ist sehr, sehr lang, diese Kastenschwinge. Der Radstand ist ja auch extrem lang hier bei diesem Bike. Das liegt natürlich daran, dass hier unter dieser Verkleidung der Akku liegt. Der muss ja auch irgendwo hin. Obwohl es jetzt kein Riesenakku ist, braucht er halt auch ein bisschen Platz. Und ja, hier kann man übrigens die Entlüftung sehen vom Akku. Kann man hier, glaube ich, ganz gut erkennen, ne? Also der wird auch ein bisschen gekühlt. Der Akku ist sicherlich auch sinnvoll. Und du müsstest nochmal hier bitte rüberkommen, Volker. Die Bremse hinten haben wir noch nicht gemacht. Das ist eine 250er Einzelscheibe mit einem Doppelkolben-Bremssattel von Nissin, auch von Nissin hinten. Und wir haben hier ein konventionelles ABS, also Kurven-ABS gibt es nicht. Keine Schräglagesensorik bei dieser Maschine. Das finde ich aber nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Ja, der Motor, das ist, den kann man hier nicht sehen, aber müsst ihr euch jetzt mal hinter der Verkleidung denken. Das ist der Standard 500er aus der Z500 zum Beispiel oder auch aus der neuen Eli 500. Zweizylinder, Viertakter, 451 Kubik, flüssigkeitsgekühlt. Ja, der Motor alleine leistet irgendwie bummelig,
knapp 50 PS. Und der E-Motor, der ist übrigens da drüber, den kann man auch nicht sehen, aber der ist einfach da drüber angebaut. Der leistet 12 PS. Also wir haben hier eine Systemleistung, so nennt Carver das, von beiden Motoren von 69,4 PS bei 10.500 Umdrehungen und über 60 Newtonmeter bei schon 2.800 Umdrehungen. Die Maschine rennt maximal 200 Kilometer pro Stunde. Das habe ich rausgefunden, weil es einen YouTuber gab, der da mal so eine Höchstgeschwindigkeitstest gemacht hat. Das ist keine offizielle Angabe, aber da konnte man das sehen. Laut Tacho 2,5, also etwa 200 dürfte sie fahren. Verbrauch 4 Liter. Beim 14-Liter-Tank bedeutet das eine Reichweite von 350 Kilometern. Und die Maschine hat ein 6-Gang-Getriebe. So, Besteuerung von 0 auf 100 mit der Kawasaki Z7 Hybrid. Wir gehen oder gleich sind automatisch im Sportmodus. Dazu schalten werden wir gleich noch den Boost. Und Leute, wir gucken jetzt mal, wie das Ding abboostet. 0, 1, 2, 3. Der boostet wirklich. Also, da kommt richtig was zusammen. So, Durchzug. 60 auf 100. Im fünften Gang. Natürlich mit E-Boost-Funktion, selbstverständlich. Und wenn ich das hinkriege. 3, 2, 1. Und ab geht's. Boah, geil. Zack. Oh Mann, ey, hier weckt echt den PlayStation Player in mir. Das ist irgendwie so lustig. Allerdings, ja, ich erwische mich dabei, dass ich immer aufs Display gucke, um das zu kontrollieren, ob es auch geht. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Aber gut, das ist wahrscheinlich, weil ich mich noch nicht dran gewöhnt habe und noch nicht so richtig weiß, wie das funktioniert. Ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann guckt man da auch nicht mehr hin. Also, ist schon echt witzig. So, Startprobefahrt Teil 2 am Molau Volker. Und wir schauen einfach mal, wie das hier mit der Kawasaki Z7 Hybrid sich anfühlt. So halb elektrisch, halb verbrennerisch unterwegs zu sein. Ungewohnt natürlich das Schalten ohne Kupplung. Da muss man sich wirklich so ein bisschen dran gewöhnen. Es macht leicht Klack, wenn ich vorne mit dem Zeigefinger einmal ziehe und wir rollen los. Ja, das Schalten ist geht eigentlich überraschend smooth von sich. Hätte ich so gar nicht erwartet, aber sehr angenehm. Auch beim Runterschalten mit so einer kleinen Dosis Zwischengas. Aber ohne irgendwelche harten Schläge. Sehr unspektakulär, das heißt also unauffällig gut. Motor hängt gut am Gas. Kein Teil das Rücken, kein gar nichts. Ganz unauffällig, aber angenehmer Zeitgenosse, weil er auch kaum Vibrationen von sich gibt. Also gerade in Kombination mit dem Eco oder Öko oder Elektro-Zusatzschub, das ist eine tolle Antriebsquelle, muss ich sagen. Ja, man merkt natürlich diese lange Schwinge hinten, weil das Ding legt sich erstmal so ein bisschen nicht sehr agil in die Kurve, so ein bisschen schwer. Wie so eine Landjacht, so eine schwere, aber sehr sicher, muss ich sagen. Oha, ja, die geht aber richtig. Man muss natürlich richtig zu lang. Ja, und eben ganz cool, er hat automatisch den dritten Gang zurückgeschaltet, als ich jetzt wieder losfahren wollte, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Mal gucken, ob der auch jetzt noch weiter runter. Ja, geht in den zweiten. Was das Wenden anbelangt, also es gibt Maschinen, die sind bei dem
ja, die ist ein bisschen wendiger. Der Lenkeinschlag ist relativ. Ich bin jetzt am Anschlag. Ist ein bisschen groß, aber es geht noch. Bremse hinten wollen wir auch noch mal testen. Ah, völlig okay. So, einmal muss ich euch auch noch den Sport-Hybrid-Modus zeigen, weil ich einfach diesen E-Boost auch mal zeigen will. Und vielleicht da auch noch mal ein Hinweis. Ich bin jetzt hier im ersten Gang und jetzt bin ich im Sport-Modus und jetzt versuche ich die Maschine anzumachen. Geht nicht. Also man muss hier auf diesen Schalter drücken und in N sein, in Neutral. Erst dann springt die Maschine an. Und jetzt kann ich hier halt manuell in den ersten schalten. Kuppeln muss ich nicht. Und jetzt habe ich halt hier diesen E-Boost-Schalter und den drücke ich jetzt mal und dann gebe ich mal Gas. Oh Leute, das ist so geil. Also das ist so ein bisschen wie auf einer Playstation irgendwie. Dieses, hier, mach's nochmal, zack. E-Boost, jetzt. Oh, und dann diese 5 Balken, die dann da runterziehen. Da hat man halt 5 Sekunden lang, um Gas zu geben. Ja, Kollegengespräch zur Kawasaki Z7 Hybrid. Genau. Heute, ehrlich gesagt, unter erschwerten Bedingungen. Wir haben irgendwie Probleme mit einem Mikro gehabt, deshalb sind die Fahraufnahmen noch ein bisschen schwierig geworden. Ganz scheiße. Aber egal, wir wollen jetzt auch innerhalb des Kollegengesprächs halt nochmal die wichtigsten Dinge einmal so durchrattern irgendwie. Ne? Auch wenn sie dann vielleicht doppelt sind, aber dann hört ihr wenigstens nochmal mit einer vernünftigen Audioqualität. Ja, wir haben uns das ja so ein bisschen aufgeteilt, ne? Die Modi, wobei ich auch in dem Sportmodus gefahren bin. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie fandst du das? Ja, zuallererst ist das natürlich sehr ungewohnt. Das ist so ein bisschen, die Spontanität geht verloren, wenn man so ein Ding als erstes mal besteigt, weil du musst erstmal überlegen, was muss ich jetzt drücken. Ja. Das ist schon mal eine Herausforderung, finde ich, am Anfang. Und also es ist nicht so ein Teil, was sofort in Fleisch und Blut übergeht. Also es ist so mit einem gewissen Grad an Überlegung verbunden. Ne? Kupplung haben wir auch nicht, das greift die Hand auch immer so ein bisschen ins Leere. Gut, aber das kennt man auch von anderen Maschinen, wie zum Beispiel von der Africa Twin oder so, mit dem DCT-Getriebe. Ja, oder E-Clutch oder Quickshifter oder so. Völlig ja. Aber diese ganzen die ganzen Modi, die man erstmal da eventuell drücken muss, das ist schon ein bisschen ungewohnt, muss ich sagen. Das stimmt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wir haben diese Maschine jetzt hier einen halben Tag gehabt, sind sie einen halben Tag gefahren. Das ist natürlich am Anfang alles, es ist überfordert. Ne? Ja, das wenn überfordert. Du die jeden Tag benutzt, ist es was ganz anderes. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, es ist auch so am Ende, du wirst nicht immer alle 4 Modi nutzen. Nee. Warum auch? Ne? Also ich glaube sowieso, dass man die meiste Zeit in diesem Sport-Hybrid-Modus fährt. Wahrscheinlich, genau. Für so 80%, wenn man sich da drin aufhalten. Genau. Die Frage ist ja, wofür oder sagen wir mal, für wen kommt so eine Maschine eigentlich überhaupt in Frage? Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Ja, also ich glaube, ich bin so ein bisschen die Zielgruppe. Ja, ich glaube auch. Du bist ein bisschen Spieler, gibt in so einem Teil. Ja, also das ist natürlich was heißt ganz anderes. Es ist immer noch ein Motorrad, ja. Es hat einen Verbrenner, man kann damit Motorrad fahren, so. Aber das ist natürlich durch diese ganzen Modi und so, diese Spielerei. Mhm. Also wahrscheinlich gibt es viele, die das total nervt. Ich kann mich da relativ schnell reinfuchsen. Mich kratzt das dann auch nicht. Und ich habe irgendwie auch, also ich finde das, also vor allem diesen E-Boost. Das ist schon ganz geil. Ich habe schon erwähnt auf meiner Probefahrt gesagt. Das ist wie an so einer Spielkonsole. Ja, ich drück jetzt auf E-Boost. Das ist so Mario Brothers irgendwie, ne? So jetzt rechts vorbei. Und dann sammle ich da noch so ein paar Gold Nuggets ein und so. Also das ist schon echt irgendwie witzig so. Wobei man natürlich jetzt sagen kann, okay, wenn ich jetzt ein kräftiges Motorrad habe, dann brauche ich Gas geben, habe ich das Gleiche. Ne? Genau. Also das ist alles schon so ein bisschen irgendwie, also man merkt noch, finde ich, dass es das erste Motorrad ist in dieser Art. Ne? Ich glaube, das wird bei den nächsten Modellen ein bisschen einfacher. Könnte ich mir vorstellen. Ich finde es überhaupt mutig von Kara, dass sie so ein Ding überhaupt auf die Beine gestellt haben oder auf die Räder, sagen wir es mal lieber so. Das finde ich auch, ja. Aber das ist ja der erste, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, muss man einfach so sehen. Ja. Ja, das ist definitiv so. Also ansonsten, das Bike an sich, also alles, was halt nicht dieses Elektro-Gebimsel betrifft, ist es eine normale Maschine. Zwei Naked Räder. Bike, genau, ja, also hat eine längere Schwinge. Okay, das merkt man übrigens auch, finde ich, während der Fahrt. Ne? Ja, ich finde, sie geht nicht so ganz agil in die Kurve rein, aber die liegt wie auf Schienen. Ich wollte sagen, dafür ist sie halt super stabil. Genau. Ja, wie man sich das eigentlich so vorstellt, ne? Bei einem Motor mit einer längeren Schwinge. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Dragster. Ne? Ja,
So, irgendwie der lange Radstand, ja, ja. Sieht das ganz cool aus, ja, finde ich. Ansonsten, Bremsen sind wirklich gut, finde ich. Sehr gut, finde ich sogar. Man muss zwar ein bisschen hinlangen, ja, aber die Wirkung ist handfest. Die Wirkung ist handfest, also genau. Ich muss sagen, für mich würde das Ding gar nicht in Frage kommen. Weil, ja, nee, ist einfach so. Weil ich liebe eigentlich einfach nur so puristische Motorräder. Aha. Vielleicht sogar noch mit dem Kickstarter notfalls, aber wirklich draufsetzen und losfahren. Bloß keine Einspritzung. Nee, ja doch, das kann ruhig noch sein, weil es ein bisschen einfacher und wartungsärmer ist als ein Vergaser, aber ich finde, das ist es dann auch schon. Also, ja, und ich glaube, so wird es vielen gehen. Ne? So ehrlich muss man sein, viele werden sagen, ist ja alles irgendwie, also beeindruckend ist es, glaube ich, schon auf jeden Fall, aber viele werden sagen, irgendwie, das ist mir zu kompliziert und ich brauche es vor allem auch nicht. Mhm. Ne? Und so, das muss man ja auch mal sagen. Wer braucht sowas oder wozu braucht man das? Man braucht es nicht wirklich. Es ist auch so, und das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, finde ich, wenn man jetzt sagen würde, okay, zumindest im Eco-Modus habe ich jetzt einen Verbrauch von 2,5 Litern oder so, dann könnte man ja sagen, okay, geil, ne, ich spare Benzin. Mhm. Aber das stimmt ja nicht. Nee, ne? Also gut, 4 Liter ist jetzt nicht viel, das ist schon okay. Aber es ist mehr, als man bei dem System erwartet hätte. Ich glaube, eine Eli 500 verbraucht auch nicht viel mehr als 4 Liter. Ne? Mhm. So. Und das ist natürlich dann so ein bisschen, ja, bisschen fragwürdig. Ich würde jetzt aber nicht sagen, ich würde nicht so weit gehen und sagen, am Ziel vorbei. Das würde ich nicht sagen. Ne? Also Sie haben das schon, finde ich, sehr ausführlich umgesetzt und man merkt irgendwie auch, sie haben sich da viele Gedanken gemacht. Ja. Ne? Das ist geht ja auch nicht nur um den Verbrauch, sondern es geht auch letztendlich um die Emissionen, die du vielleicht gerade im Stadtverkehr hast, wenn du einfach nur auf rein Elektro fährst. Ne? Dann hast du natürlich keine Abgase. Dann hast du natürlich keine Abgase, genau. Und ich, wie gesagt, ich finde auch so diese Tatsache, dass man hier umstellen kann zwischen Automatik und manuellem Getriebe, im Eco-Modus zumindest, dass du diesen Walk-Modus hast und das ist schon irgendwie, wow, also sie hätten auch weniger machen können. Ne? Hätten sie machen können, Und trotzdem wäre es noch ein Hybrid gewesen, aber sie haben hier wirklich, ja. Die hätten sie, haben sie aber nicht. Haben sie aber nicht, sie haben eigentlich alles reingeballert, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Ja, außer den Features wie was ich... Kurven, ABS oder. Ja, ja, nein, ich meine jetzt, was diesen Elektromotor angeht. Ja. Also was der kann, das ist ja alles drin quasi. Ja, es gibt keine Feststellbremse, das finde ich komisch. Also wenn du die irgendwo abstellst, ja. Nee, das finde ich gar nicht komisch. Wofür eine Feststellbremse? Ja, weil die ja wegrollern kann. Ach, tut doch ein anderes Motorrad auch nicht. Warum soll ich das? Wieso legst du den ersten Gang ein? Das kannst du hier nicht. Wieso? Du kannst doch theoretisch auf 1 gehen. Roll die dann noch. Ich glaube, ehrlich gesagt, nee. Aber ich glaube, wenn du sie ausstellst, wir gucken mal. Wir dann ist sie automatisch im Neutral. Mann, guck mal, wir machen das Play hochgefahren hat. Das jetzt gehen wir auf 1. Ich gehe mal auf 1. Roller mal. Nee, lass mal an. Achso, nee, du musst ja die Zündung ausmachen. Du hast recht. Weil du gehst ja weg. Genau. Und jetzt? Ja, kannst du rollen. Oh, sie rollt. Ja, ja eben, das stimmt. Also so war eine Feststellbremse wäre schon eigentlich gar nicht so schlecht. Wäre schon sinnvoll gewesen, das haben sie irgendwie vergessen, das werden sie dann im nächsten Mal machen. Guck mal, sie stellt auch automatisch. Ja, stellt automatisch auf neutral. Aber und was auch nicht vorhanden ist, ist eine externe Lademöglichkeit. Müssen wir auch mal kurz drüber reden. Ja, ne? Stimmt, genau. Hat sie nicht. Die Frage ist, braucht man das unbedingt oder kann man darauf verzichten? Ich würde sagen, man braucht es nicht. Mhm. Also ein Plug-in, also eine externe Lademöglichkeit ist vor allem dann natürlich sinnvoll, wenn du einen großen Akku hast, mit dem du auch viel Reichweite hast. Hier ist es ja nur ein kleiner, in Anführungsstrichen, Behelfsakku, der halt diese E-Boost-Geschichte hat und der halt eine geringe Reichweite hast, wenn du im EV-Modus fährst in der Stadt, wie gesagt, so 12, 15 Kilometer vielleicht. So, und da braucht, also weißt du, also da müsstest du ja zu Hause auch erstmal eine Lademöglichkeit haben. Haben ja auch viele nicht. Und das macht. Ich verstehe schon. Es würde natürlich Sinn machen, wenn du jetzt, sagen wir mal, du fährst mit dem Ding zur Arbeit, morgens oder abends, scheißegal, du fährst damit zur Arbeit. Was weiß ich, 7, 8 oder 10 Kilometer, dann ist das Ding so ziemlich leer gelutscht. Ja. Dann kannst du da musst laden. Du natürlich mit Verbrenner wieder starten. Ja, weißt du, du kannst nicht im E-Modus wieder ab. Ja, ja, das stimmt. Also die Reichweite ist schon sehr gering im E-Modus, im EV-Modus. Da hast du recht. Aber also es gibt noch Potenzial, sagen wir mal so. Aber es ist die erste. Naja, aber wenn du jetzt ein Plug-in machen würdest, dann wird es noch komplizierter. Es würde teurer werden. Mhm. Hier die ganze Ladequatschgeschichte. So ein Loader ist ziemlich teuer. Ja. Du, es würde wieder noch ein bisschen schwerer werden und so weiter. Also das finde ich völlig in Ordnung und nachvollziehbar, dass sie gesagt haben, nee, komm, so ein kleiner Akku, da fährst du ein paar Minuten und dann ist auch wieder voll. Naja, vor allem, wie viele Leute fahren damit zur Arbeit? Ne? Das ist auch wahrscheinlich verschwindend gering. Wobei, es ist schon so, wenn du jetzt vor allem im EV-Modus fährst und der Akku komplett leer gelutscht ist, brauchst du, ich glaube, 35, 40 Minuten, bis er wieder voll ist. Das ist natürlich relativ viel. Ja. Insofern, du hast recht, wahrscheinlich ist das von der Reichweite her für die Pendler
ein bisschen zu dünn. Ja. Ne? Also ich meine, wer hat jetzt einen Arbeitsweg von 5 Kilometer? Das hat ja, ja kaum einer. Nee, genau. Mhm. Aber gut, das sind halt so, es ist halt das erste Hybridmodell von Carver oder überhaupt das erste Hybridmodell. Und da sind halt so 2, 3 Dinge noch schwierig. Was natürlich auch man nicht vergessen darf, ist, wenn der Akku jetzt größer wäre, mhm, würde die Maschine gleich, das geht echt schnell, ja, sehr viel teurer genau werden. Ne? Weil beim Auto ist ja 50% des Preises beim Elektroauto teurer ist der und Akku schwerer natürlich auch. Ja, ja, genau. Und also, der Platz vor allem, ich meine, das Ding ist jetzt schon voll bis oben hin, ja, mit, ja, dem Akku, ja, haben wir schon gesehen eben. Ja. Lass uns nochmal ganz kurz zur Verarbeitung und so kurz drüber sprechen. Ja, das ist so auf üblichem Niveau ganz das gut. Das ist cool, ne? Das sieht geil aus hier. Da gibt es nichts, ja, da gibt es ja auch nichts irgendwie groß negativ. Nee. Fahrwerk ist nicht einstellbar, ist auch ein bisschen einfacher. Ne? So eine einfache Gabel, eine Kastenschwinge. Ja. Aber mein Gott, also fahren tut sie geil, finde ich. Ja, auf jeden Fall. Fällt wirklich gut. Also ja. Es macht echt Spaß. Das fühlt sich an wie eine Z. So, ne? Klar, sie hat nicht ganz. Eine Z. Ja, das ist ja natürlich nicht so viel Dampf wie eine Z900, nein, das ist auch klar. Aber das ist schon Cover-Qualität. Schwinge ist ein bisschen billig, wie sie aussieht. Ja, ne? Das verstehe ich auch nicht, warum die da so eine Kastenschwinge rangeht. So eine Blechkiste. Blablabla. Naja, okay. Egal. Aber ansonsten. Ansonsten, geiles Ding. Also sehr interessant. Interessant ist sie auf jeden Fall, das finde ich wirklich. Ja. Ich glaube nicht, dass es ein Verkaufsrenner wird, dafür ist es halt noch ein bisschen zu früh. Aber es ist halt auch der erste Schritt in diese Elektrozukunft im Bereich Motorrad. Und ich finde sie interessanter, sag ich mal, als eine reine Elektromaschine. Ja, das auf jeden Fall. Na, weil reine das Elektromaschinen sind irgendwie doppelt so teuer. Ja. Und da musst du halt immer dir um Laden Gedanken machen, das musst du hier halt nicht. Ne? Laden ist mir egal. Einmal das und ich finde, sie hat auch einfach dadurch, dass sie einen Verbrenner hat, noch mehr Emotionen. Das ist einfach so. Genau. Also geht mir jedenfalls so. Genau, ne? Genau. So ein Rasierapparat unterm Arsch, der geht mir nicht viel. Aber wenn da so ein Motor unter einem rumrödelt, ist schon was anderes. Weißt du eigentlich, dass wir die ganze Zeit jetzt rechts im Bildschirm, guck mal die Kamera. Tatsächlich, die seht ihr mich noch? Naja, ist auch egal, wir sind fertig mit dem Kollegengespräch. Ja, ne? Wir haben es geschafft. Tschüss und ciao. Ja, wir sind wieder da. Das war unser Test der Kawasaki Z7 Hybrid. Ja, die Maschine steht hier, wie gesagt, bei Heller und Soltau in St. Michaelisdonn als Vorführer. Ich glaube, so viele Vorführer gibt es auch gar nicht. Nö. Also wenn ihr dieses Fahrerlebnis mal ausprobieren wollt mit einem Hybridmotorrad, kommt hier mal vorbeigefahren. St. Michaelisdonn liegt etwa 3/4 Stunde nördlich, nordwestlich von Hamburg. Hier stehen einmal natürlich über die 23. Genau. Hier stehen auch alle andere Carvers als Vorführer. Also es lohnt sich auf jeden Fall hierher zu kommen. Kaffee gibt es auch. Und ja, zur Z7 Hybrid nochmal 2, 3 Informationen. Erstmal gibt es auch hier 4 Jahre Garantie, wie bei allen Carvers mittlerweile. Sehr geil. Service alle 12.000 Kilometer. Ganz genau. Und Wettbewerber? Keine. Gibt keine. Nee. Also man könnte natürlich jetzt irgendwelche Naked Bikes der 600er oder 700er Klasse aufzählen. Aber der E-Motor ist einfach ein Alleinstellungsmerkmal. Da gibt es nichts Vergleichbares. Einzigartige Maschine. Wir haben jede Menge Spaß gehabt heute. Ich vermisse immer noch den Kupplungshebel so ein bisschen hier. Ja, wo ist er? Ja, das war's. Wir grüßen euch aus Dithmarschen. Sagen Tschüssinger. Ciao.